die Nachführung der Linse gegenüber der Sonne ist sehr wichtig, besonders in den Abend- und Morgenstunden. Und jetzt kommt es gleich wieder zum Ansaugen. Jawohl, bei 116 Grad Verdampfertemperatur. Verdampfertemperatur ist wieder auf 108, 107 Grad und fällt noch leicht weiter. Bleibt jetzt so bei 107, 108 Grad. Daneben sieht man, jetzt fängt es wieder zum Pumpen an. Durch die geringe Verdampfertemperatur sind auch geringere Mengen, aber es ist ein kontinuierlicher Vorgang. Wir haben jetzt an der Einstellung seit mindestens 20-30 Minuten nichts verändert. Hier im Fokus der Brennpunkt. Die Temperatur im Verdampfer steigt wieder, jetzt ab 112 Grad. Also es ist ein kontinuierliches Pumpen, aber nicht so stoßartig wie bei hohen Temperaturen des Verdampfers. Es ist eher ein kontinuierlicher Prozess. Aber es funktioniert. Durch dieses ständige Dampfbilden wird der Wasserspiegel kontinuierlich abgesenkt, bis er das kritische Volumen hat, wo der Dampf wieder kondensiert. Und er wird in Kürze auch wieder eintreten. Dieser Moment. Verdampfer ist jetzt bei 112, 100 Grad, schwankt zwischen 112 und 113 Grad. Jetzt bedarf es auch natürlich schon wieder einer Nachführung des Brennpunktes bzw. des Verdampfers gegenüber dem Brennpunkt. Aber es wird auch in Kürze gleich wieder zum Ansaugen kommen. Kurz den Apparat ab.